Willkommen, liebe Zuschauer, zu Ihrer Lieblingssendung Auf den Punkt bei TV Berlin. Heute bei mir zu Gast Ottilie Klein, Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU seit 2021. Herzlich willkommen. Vielen Dank, freue mich sehr. Ich freue mich auch und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sicher auch. Wir reden über Politik, wir reden jetzt in der Sommerpause über die vergangene Politik. Wir hatten gerade eine Sitzungswoche, die ist ja ein bisschen rumpelig zu Ende gegangen. Vielleicht wollen wir das mal als erstes Thema nehmen. Ampelregierung, Performance, jetzt ist Halbzeit. Wie sehen Sie die Ampelregierung? Ja, also wir hatten wirklich in der letzten Woche den Eindruck, dass die Ampelfraktionen diese Sommerpause gut gebrauchen können. Sie haben das ja alle verfolgen können. Die Nerven lagen etwas blank. Es gab diesen Abgeordneten, der dann anfing, uns als Fraktion zu beschimpfen, weil wir den Hammelsprung beantragt haben. Etwas, was Oppositionsfraktionen nun mal so machen im Parlament und im demokratischen Ablauf. Und ja, es war insgesamt sehr kurzfristig ja alles. Das Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz sollte noch beraten werden, sehr kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt worden. Wir hatten dann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aufgrund einer Klage im Eilverfahren von Thomas Heilmann, eines geschätzten Kollegen von mir im Deutschen Bundestag, auch Berliner Landesgruppe. Und das Bundesverfassungsgericht hat ihm Recht gegeben, hat gesagt, nein, das ist viel zu wenig Zeit und die Parlamentarier müssen die Möglichkeit haben, sich da einzuarbeiten. Stichwort Heizungsgesetz, GEG, Gebäudeenergiegesetz. Wie ist Ihre Meinung? Also meine Meinung ist zunächst mal, dass wir wirklich etwas Zeit brauchen, um uns da einzuarbeiten. Das sind ja wirklich reichweitende Entscheidungen, die da getroffen werden, Belastungen, die womöglich auf viele Bürgerinnen und Bürger zukommen. Und das ist genau der Punkt, warum auch viele Menschen in diesem Land verunsichert waren wegen dieses Gesetzes. Das war ja wochenlang in der Diskussion. Es gab viele handwerkliche Schwächen bei dem Gesetz. Es gab noch Last-Minute-Veränderungen, Nachtsitzungen, viel Streit in der Bundesregierung. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Bürgerinnen und Bürger sich Sorgen machen, was kommt da eigentlich? Also ich habe ganz viele Zuschriften bekommen, wo eben gefragt wurde, naja, mein Vater, der ist jetzt über 80, der macht sich Sorgen, der kann sich das gar nicht leisten, was kommt da auf uns zu? Und im Grunde genommen alles, was ich da sagen konnte, war, ich weiß es leider noch nicht. Wir werden auf jeden Fall als Opposition dafür sorgen, dass da ein sozialer Ausgleich stattfindet, dass gerade ältere Menschen, die im Eigenheim sind und vielleicht auch die Rücklagen nicht so hoch haben, dass wir da Rücksicht drauf nehmen und dass es insgesamt ein sozialer Ausgleich wird. Ein anderes Thema, was auch in der Diskussion ist, jetzt auch gerade vor der Sommerpause, die Kindergrundsicherung. Was ist da Ihr Thema und was läuft da schief? Also ich finde es zunächst mal sehr ärgerlich, dass wir schon eine ganze Weile über diese Kindergrundsicherung sprechen, ohne ein wirkliches Konzept zu haben. Also Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin von den Grünen, hat ja im Januar ein Eckpunktepapier vorgelegt. Was heißt vorgelegt? Das wurde durchgestochen, mehr oder weniger. Und dieses Eckpunktepapier enthält außer Eckpunkten, die sehr allgemein sind, nicht so viele Informationen. Und das ist sehr ärgerlich, weil das Thema Kindergrundsicherung oder Bekämpfung von Kinderarmut, denn darum geht es ja eigentlich, ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ein großes Problem im Land. Jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet oder armutsbetroffen. Und da müssen wir natürlich ran. Und die Frage, wie wir das erreichen, sollten wir schnellstmöglich besprechen. Also Kinder, die oftmals am Rande der Gesellschaft leben, müssen ins Zentrum unserer politischen Aufmerksamkeit. Und dafür setze ich mich ein. Ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen gestellt, parlamentarisch, Einzelanfragen, kleine Anfragen und. Wir kriegen einfach keine Informationen und damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich erwarte von einer Bundesministerin, dass sie nicht nur die Probleme beschreibt, sondern auch Lösungen präsentiert. Was sind denn Ihre Lösungen aus Sicht der Opposition? Also wir haben zunächst mal auf der Berliner Ebene, es gibt ja verschiedene politische Ebenen, die da ineinander greifen. Auf der Berliner Ebene haben wir im Rahmen der Koalitionsverhandlungen einen ganzen Maßnahmenkatalog beschrieben, wie wir Kinderarmut bekämpfen wollen, angefangen von zum Beispiel einem Kinderchancenjahr. Also das bedeutet, dass wir in die frühkindliche Bildung reingehen, dass wir schauen, da wo sprachliche Defizite sind, wo Förderung sein muss, dass wir da ansetzen und sagen, wir möchten diese Kinder an die Hand nehmen und ein Jahr lang schon während der
Kita sozusagen extra fördern. Das wird also kommen. Das hat die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch auch schon so gesagt. Da bin ich sehr optimistisch und auch sehr froh, dass sie das direkt angeht. Dann brauchen wir natürlich mehr Lehrkräfte in den Schulen. Wir brauchen mehr Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas. Aber, und das ist ein Projekt, das ich mir auch für die Bundesebene wünsche, ist, wir wollen, dass die Leistungen insbesondere aus dem Bildungs- und Teilhabe Konzept aus dem Bildungs- und Teilhabepaket direkt bei den Kindern ankommen. Also sowas wie Vereinsmitgliedschaften, Lernförderungen, dass Kinder beispielsweise auch mal auf Klassenfahrt gehen können. Das gibt es bereits und das ist auch eine Bundesinitiative gewesen von der Unionsregierung. Wir sehen aber, dass es in der Umsetzung ein bisschen hapert, dass viele Verwaltungskosten anfallen und das wollen wir ändern, indem wir eine bundesweite App etablieren, für alle Kinder übrigens. Die App soll für alle gelten, damit jeder Zugang hat, auch aus Kindesperspektive sozusagen sich informieren kann, was gibt es da für Angebote. Aber eben für die, die bedürftig sind, für die Kinder, die es brauchen, dann sozusagen ein Betrag automatisch überwiesen wird, sodass das Geld bei den Kindern ankommt. Das klingt schlüssig, das sind gute Vorschläge, das ist ad hoc mit meiner Einschätzung. Aber Sie sind ja in der Opposition, macht die Regierung mit, in dem Fall die Grünen, verlieren die Ministerin. Also wir werden auf jeden Fall Druck machen. Wir wollen das. Wir haben ja auch im sogenannten Bundesausschuss der CDU Deutschlands vor kurzem ein Familienpaket verabschiedet, das auch diese App enthält. Und da werden wir natürlich uns das auf die Fahne schreiben und sagen, wir brauchen das. Und vor allen Dingen werden wir ganz genau hinschauen, was die Bundesfamilienministerin da plant. Wir sehen, es soll ein digitales Kinderchancenportal geben. Das steht zumindest im Koalitionsvertrag. In diesem Eckpunktepapier steht das schon nicht mehr drin. Ja, also die Frage ist, was ist da eigentlich geplant? Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass man sich auf die Tinte des Koalitionsvertrages bei der Ampelregierung leider nicht verlassen kann. Wir haben zum Beispiel die Sprachkitas, die im Koalitionsvertrag noch drinstehen, im Sinne von, wir wollen die verlängern. Und wir sehen eben nach einem Jahr schon an der Regierung wird als erstes die Sprachkitas gestrichen. Und ich glaube, dass das eine Entscheidung war, die nicht gut war für die Kinder vor Ort. Wir auf Landesebene in Berlin werden auf jeden Fall das Sprachkita-Programm weiterführen. Sie sind bei TV Berlin, bei Auf den Punkt. Und diese Sendung soll dazu auch dienen, die Gesprächspartnerinnen und Partner, in dem Fall Frau Ottilie Klein, mal näher vorzustellen. Mich interessiert zunächst einmal seit 2021 im Deutschen Bundestag. Wie kam es dazu, in die Politik zu gehen? Wer ist Ottilie Klein? Ja, ich war davor tatsächlich in verschiedenen Bereichen tätig. Also ich war zuerst in der Wissenschaft, dann habe ich ein bisschen im Politikbetrieb reingeschnuppert und habe dann in der Finanzbranche gearbeitet. Bis dann jemand auf mich zugekommen ist und gefragt hat, kannst du dir das nicht mal vorstellen, so ein Bundestagsmandat. Ich war natürlich immer ehrenamtlich aktiv in der CDU Berlin, habe ganz viel gemacht, mich eingebracht. Und habe mir dann tatsächlich auch eine ganze Weile Gedanken drüber gemacht, weil das ist eine Tätigkeit, die sehr anders ist als alles, was man sonst macht. Und habe dann für mich beschlossen, das machst du jetzt und du probierst das mal. Und muss auch sagen, dass das was ist, was mir sehr viel Freude bereitet, insbesondere auch die Arbeit im Wahlkreis. Mein Wahlkreis ist ja Berlin-Mitte. Und da bin ich ganz viel vor Ort im Gespräch mit den Institutionen, mit den Akteuren vor Ort, Bürgerinnen und Bürgern. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass Politik sich an der Lebensrealität orientieren muss. Und wir sehen eben, dass ganz viel, was da auf Bundesebene gerade passiert, an der Lebensrealität vieler Menschen vorbeigeht. Und das ist aus meiner Sicht einer der Gründe, warum viele Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. Wie ist das so als junge Abgeordnete im Deutschen Bundestag jetzt seit 2 Jahren? Wie muss man sich das vorstellen? Macht das Spaß, da zu arbeiten? Macht total Spaß. Also ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ein echt super Team in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich habe einen wirklich tollen Arbeitsbereich, Arbeit und Soziales. Er ist nicht nur relevant für meinen Wahlkreis und für Berlin ja insgesamt, sondern ein Tätigkeitsfeld, was auch ganz konkret bei den Menschen ankommt. Na, also ob wir jetzt eine Bürgerreform haben oder Bürgergeldreform oder die Kindergrundsicherung, das sind ja Themen, die ganz konkret sich für die Menschen da draußen materialisieren lassen, ja, in Erfahrungen. Und insofern bin ich da sehr dankbar auch für die Gespräche aus dem Wahlkreis, für die Perspektiven, die ich da bekomme. Weil am Ende des Tages kann Politik nur so gut sein, wie sie die Sichtweise der Menschen abbildet. Nun sind im Deutschen Bundestag mehr als 700 Abgeordnete. Mhm. Sie sind in der Opposition. Haben Sie schon in den letzten 2 Jahren irgendwas bewegen können? Weil Sie sind ja jetzt, ich sag mal,
an den Hebeln der Macht, ja, immerhin im Deutschen Bundestag. Wir haben tatsächlich ganz großen Druck gemacht bei dieser Energiepreispauschale, weil wir uns nicht damit zufrieden gegeben haben, dass die Rentnerinnen und Rentner da leer ausgingen. Das war ja im letzten Frühjahr. Und wenn wir über Rentnerinnen und Rentner sprechen, dann sprechen wir über 20 Millionen Menschen in diesem Land. Ja? Und Bundesminister Heil sagte, na ja, die Renten werden ja eh erhöht und deswegen brauchen wir das nicht. Insofern, also das war für uns kein Argument. Wir haben gesagt, auch die Rentnerinnen und Rentner haben gestiegene Kosten und diese Rentenerhöhung, die ja sowieso automatisch anstand, die gleicht das gar nicht aus. Und entsprechend kam dann auch diese Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner dann im Herbst. Wir warten immer noch auf eine zuverlässige Auszahlung der Pauschale für die Studentinnen und Studenten. Also da hapert es in Teilen immer noch. Es wurde zwar auch umgesetzt, auch das hat wahnsinnig lang gedauert und wurde ja auch zunächst vergessen. Da haben wir auch großen Druck gemacht. Das läuft in Teilen immer noch nicht so gut. Aber man kann was bewegen? Und man kann ganz viel bewegen, auch in den Ausschüssen. Da wird ja ganz fachpolitisch diskutiert. Und wir haben natürlich auch beim Bürgergeld unsere Vorschläge da gemacht und ganz klar darauf gepocht. Wir stehen fürs Fördern und fürs Fordern. Beides ist wichtig. Und auch einfach Dinge, die wichtig waren in der Debatte. Ja, also wenn man so im Gespräch ist mit den Jobcentern, mit den Mitarbeitern vor Ort, stellt man eben fest, dass diese Aussage, dass wir endlich auf Augenhöhe mit den Bürgergeldbeziehern umgehen, dass die viele geschmerzt hat. Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, die machen einen tollen Job, die leisten richtig gute Arbeit, die geben sich wirklich Mühe. Und dann kommt die Ampelregierung und sagt, wir müssen jetzt endlich auf Augenhöhe sprechen mit den Menschen. Dabei machen die das schon lange. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei mir ist Ottilie Klein, seit 2021 Mitglied im Deutschen Bundestag aus Berlin. Und sie sitzt in den Ausschüssen Ausschuss Arbeit und Soziales und EU. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Da gibt es gleich sicherlich auch einiges zu diskutieren und zu besprechen. Aber bevor das soweit ist, müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Wir machen eine kleine Pause und bitte bleiben Sie dran. Es bleibt weiter spannend. Bis gleich. Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Auf den Punkt, Ihrer Lieblingssendung bei TV Berlin. Bei mir ist Ottilie Klein, Mitglied des Deutschen Bundestags für die CDU aus Berlin seit 2021. Und sie sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales unter anderem. Und Arbeit und Soziales, was muss aus Sicht der CDU verbessert werden? Also eines der größten Probleme momentan ist einfach der Fachkräftemangel. Das sehen wir überall im Land. Stellen können nicht besetzt werden. Und da müssen wir natürlich verschiedene Hebel in Bewegung setzen. Das eine ist die Fachkräftezuwanderung. Wir haben da ja als Union vor wenigen Jahren auch ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz präsentiert. Eines der liberalsten und modernen Gesetze in dem Bereich. Und die Ampel möchte jetzt ein neues Gesetz vorlegen, beziehungsweise hat sie schon auch verabschiedet und beschlossen. Und wir sagen, dass die Lösungen, die wir vorher festgelegt haben, waren gute Lösungen. Jetzt geht sozusagen bei der Umsetzung daran, dass man schauen muss, wo hakt es eigentlich. Und wir sehen, dass es im Ausland bei den Visastellen hakt, bei den Botschaften. Viele Menschen, die zu uns kommen wollen, bekommen keine Termine. Man muss da teilweise monatelang warten auf einen Termin. Dann geht es weiter in den Ausländerbehörden bei uns. Da ist ein wahnsinniger Antragsstau. Also das sind die Probleme, das sind die Hebel, wo man ran muss. Und genau das macht eben dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Ampel nicht. Die Ampel möchte eine Chancenkarte und ein Punktesystem einführen. Das kennen wir aus Kanada. Das funktioniert in Kanada auch gut. Nur haben wir ja ganz andere Voraussetzungen als Deutschland. Wir haben zum einen die Sprache als große Hürde. Wir sind also kein englischsprachiges Land. Das macht schon mal schwierig. Und das andere ist einfach, dass wir keinen Pool an Arbeitskräften haben, aus dem wir wählen können. Ja. Sondern im Grunde genommen wirklich schauen müssen, dass wir die Arbeitskräfte für uns gewinnen. Insofern passt diese Punktelösung gar nicht zu Deutschland. Wir werden sehen, wie sich das in der Realität ausspielt. Ich befürchte, dass es zu viel Bürokratie führen wird. Und das ist eben genau das Problem, nicht an der Wurzel packt, das ich eben beschrieben habe mit diesem Antragsstau und den Verfahren, die einfach viel zu lange dauern. Nun ist das ein Thema aus dem Bereich Arbeitssoziales,
aus der Opposition heraus kann man ja dann sagen, okay, was würden Sie anders machen, auch beim Thema Fachkräftemangel, das haben wir gerade gehört. Ja. Was ist noch, wenn Sie jetzt Arbeitsministerin wären, was würden Sie anders machen? Ich würde tatsächlich noch ein paar andere Hebel auch ziehen. Das eine war jetzt die Fachkräftezuwanderung. Wir haben aber ja auch noch ganz viel Potenzial im Inland. Ja, wir haben zum Beispiel die Frauen natürlich. Viele von ihnen arbeiten in Teilzeit und das sicherlich auch aus Gründen, wir haben keine Kinderbetreuungsplätze und so weiter. Also das müssen wir erstmal familienfreundlicher gestalten, um die Frauen für die Vollzeitstellen sozusagen zu begeistern. 30% aller Beschäftigungsverhältnisse sind tatsächlich in Teilzeit. Also da gibt es noch viel Potenzial. Wir haben viele Schülerinnen und Schüler oder junge Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Tatsächlich 45.000 junge Menschen pro Jahr. Das ist viel zu viel. Wir wissen das ja selber vom Arbeitsmarkt, wie schwer es ist, ohne Schulabschluss, ohne Qualifikation, dann wirklich in einen Ausbildungsberuf zu kommen, vielleicht ein Studium zu starten und, und. Also diese jungen Menschen müssen wir, glaube ich, viel früher an die Hand nehmen und ihnen Qualifizierungsmöglichkeiten aufzeigen. Und das andere ist, ein Aspekt, der mir total zu kurz kommt, ist die Menschen, die wieder weggehen. Also wir haben ja nicht nur Menschen, die zu uns kommen. Wir haben auch jedes Jahr oder im letzten Jahr zumindest 1,7 Millionen Menschen, die uns verlassen haben. Das ist eine Riesenzahl, dass wir uns mal überlegen müssten, woran liegt das eigentlich? Wie können wir, das sind übrigens Deutsche und Ausländer, wie können wir eigentlich diese Fachkräfte, die uns verlassen wollen, wie können wir die halten? Und genauso verhält es sich auch mit den ausländischen Studierenden und Studenten, also die Studentinnen und Studenten, die bei uns studieren. Wie schaffen wir es eigentlich, dass sie dann auch bei uns im Land bleiben und sich hier einen Job suchen und sich hier mit ihrer Familie niederlassen? Ja, also das sind so Fragen, ich glaube, da muss man ein bisschen breiter schauen. Fachkräftezuwanderung ist wichtig, keine Frage. Es gibt diese Berechnungen, wonach wir 400.000 Menschen pro Jahr brauchen als Fachkräfte. Und da gehören natürlich Familien dazu, denn es sind nicht nur die Fachkräfte, die kommen alleine, sondern die kommen ja meistens mit einer Familie. Das heißt, es sind noch mehr Menschen, mit denen wir rechnen müssen. Das ist eine Herkulesaufgabe, ja, das so umzusetzen. Stichwort Herkules. Es gibt ja auch Zahlen, Sie haben das gerade genannt. Also erstmal, dass viele Arbeitskräfte, Fachkräfte über 1 Million jedes Jahr Deutschland verlassen. Ein Alarmzeichen. Und dass auch jetzt Firmen nicht mehr in Deutschland investieren, sondern im Ausland. Was ist da los in unserem Land? Wir stellen tatsächlich fest, dass weniger investiert wird. Dass viele Unternehmen sich überlegen, ob sie noch auch in den nächsten Jahren investieren wollen oder ob sie vielleicht das Unternehmen aufgeben, ob sie ins Ausland gehen. Und das müssen wir ernst nehmen, diese Sorgen. Und da müssen wir natürlich auch erstmal ins Gespräch kommen und fragen, was ist es? Ja, sind es die steuerlichen Belastungen? Sind es die hohen Abgaben? Wie können wir unseren Unternehmen helfen, insbesondere ja kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden? Denn darum geht es ja auch. Also ich glaube, das wird ein Problem, mit dem wir uns noch auseinandersetzen werden. Ja, aber Fachkräfte sind auch ein Teil des Problems. Der Fachkräftemangel ist überall zu spüren. Sie sind 2021 in den Bundestag gekommen. Zuvor hat die CDU 16 Jahre unter Angela Merkel regiert. Wie hart ist jetzt diese Oppositionsbank? Was ist das jetzt für Sie als junger Mensch, junge Politikerin, die in den Bundestag gekommen ist, was bewegen will, was gestalten will? Und dann ist man in der Opposition und kann nicht so viel machen wahrscheinlich wie in der Regierung. Also ich kenne es ja gar nicht anders. Ich kenne sozusagen nur die Opposition, weil ich ja erst seit 2021 im Bundestag bin. Aber man kann sich einmischen, man kann ganz viel erreichen, man kann um die Lösungen ringen miteinander. Und Opposition ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe im Rahmen des Parlamentarismus. Also wir haben die Aufgabe als Opposition, die Bundesregierung zu kontrollieren. Und das haben wir jetzt auch gemacht beim Heizungsgesetz. Das machen wir bei allen Gesetzesvorlagen, die uns präsentiert werden, dass wir schauen, ist es vernünftig? Was hat das für Folgen? Sowohl positive als auch negative Folgen. Wie viel kostet das? Ja, am Ende des Tages geht es ja auch darum zu schauen, welche Prioritäten man setzt. Und insofern, das ist auch eine ganz interessante Erfahrung. Interessante Erfahrung vielleicht auch mit dem Bundeskanzler, Kanzler Scholz. Wie erleben Sie ihn und so als Politikerin im Bundestag? Wie kommt er rüber? Ist das, ich sag mal, nach Angela Merkel der Richtige jetzt, der das Deutschland nach vorne bringt? Na, wie erlebe ich ihn? Also weitgehend unsichtbar.
also man, es gibt ja diesen Hashtag, wo ist Scholz? Und den gibt es nicht umsonst, weil man hört und sieht ihn nicht. Man merkt auch in diesen ganzen Streitigkeiten der Ampel, es ist fast immer nur Grüne und FDP, die sich da miteinander betteln. Von der SPD hört und sieht man nichts insgesamt, finde ich. Also nicht nur Kanzler Scholz, sondern auch die SPD ist da recht blass, um das mal so auszudrücken. Nicht gut für unser Land. Also gucken wir nach vorne. Was muss aus Ihrer Sicht jetzt unbedingt angepackt werden, damit dieses Land, ja, ich sag mal, weiterhin Wohlstand generiert und auch für die Kinder eine Perspektive gibt, in diesem Land gutes Geld zu verdienen und das Land mit nach vorne zu bringen? Also Sie haben das richtige Stichwort schon genannt, Kinder. Also was jetzt ganz unbedingt aufhören muss, ist diese Debatte für weniger Familienförderung. Ich glaube, wir brauchen eher mehr Familienförderung. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir nicht nur über irgendwelche Kürzungen beim Elterngeld oder Ehegattensplitting und so weiter sprechen, sondern dass wir uns die Frage stellen, wie können wir eigentlich Kinder von Anfang an besser fördern? Und ich habe auch eine Idee. Ja. Haben wir noch Zeit? Ja, ja, unbedingt. Wunderbar. Ich habe eine Idee, und zwar würde ich mir wünschen, dass wir direkt zur Geburt den Kindern ein besonderes Willkommensgeschenk machen. Das gibt es in Finnland, das ist ganz interessant. Da kriegt jedes Kind zur Geburt eine Babybox. Die werdenden Eltern bekommen das. Und da ist sozusagen eine Erstausstattung drin. Das ist auch gar nicht so teuer. Also ein Strampler, Fieberthermometer und so weiter. Also es ist ganz süß. Jedes Kind bekommt das, egal aus welcher Familie es kommt. Und das Schöne wäre eben, dass man nicht nur eine Steueridentifikationsnummer bekommt, wenn man geboren wird in Deutschland, sondern auch ein echtes Willkommensgeschenk, sodass alle Kinder die gleichen Startchancen haben. Und wir brauchen, glaube ich, Unterstützung für die Familien, dass eher mehr Kinder kommen. Absolut. Ich sag mal, die Demografie ist etwas, was uns sehr belastet. In den nächsten 15 Jahren werden 13 Millionen Menschen in Rente gehen, wohlverdient. Aber wir haben eben die demografische Entwicklung, dass wir nicht genügend junge Leute haben, die das im Umlagesystem der Rente ausgleichen. Nun sind Sie Politiker in Berlin, meine Stadt. Was wünschen Sie sich für Berlin? Also ich wünsche mir, dass wir dem neuen Senat mal ein bisschen mehr Zeit geben, um zu liefern. Der neue Senat unter Führung von Kai Wegner ist jetzt seit 2 Monaten im Amt. Ich bin der vollen Überzeugung, dass wir da ein Spitzenteam haben im Senat und diese sehr emotional geführte Diskussion um die Radwege insgesamt, um die Mobilität. Ich glaube, dass wenn wir ein bisschen mehr Geduld haben und ein bisschen mehr Gelassenheit, dass wir da auch Spitzenergebnisse präsentieren werden. Nun sitzen Sie nicht nur im Ausschuss für Arbeit und Soziales, sondern auch im Europaausschuss. Was bedeutet für Sie Europa? Wie wichtig ist für Sie Europa? Europa ist extrem wichtig. Wir sind ja als Deutschland im Herzen Europas, umgeben von Nachbarländern. Wir sind ja keine Insel, sondern immer im Austausch. Und insofern ist es für uns extrem wichtig, dass wir uns nicht nur gut verstehen, sondern auch gut zusammenarbeiten. Das ist ein Friedens- und Wohlstandsprojekt und das muss es auch in Zukunft bleiben. Und wir sehen eben, dass mit dem Krieg in der Ukraine Frieden keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und darüber müssen wir uns bewusst sein und daran müssen wir alles setzen. Was müssen wir setzen? Nächstes Jahr sind, glaube ich, Europawahlen, 2024. Yeah. Worauf kommt es an? Wofür ist die CDU? Was sind die Themen der CDU für Europa? Das kommt dann noch, wenn wir sozusagen das Wahlprogramm ausdifferenzieren. Ja. Aber ich glaube, dass was entscheidend ist bei der EU, ist tatsächlich, dass die Bürgerinnen und Bürger zu verstehen bekommen, wie wichtig Europa ist. Denn wir haben oft das Gefühl, dass Europa ist ganz weit weg. Ja, das sind irgendwelche Bürokraten, die da irgendwas machen. Nein, das, was die Entscheidungen, die da gefällt werden, die Themen, die da besprochen werden, die haben natürlich Auswirkungen auf uns alle. Und dass wir es schaffen, Europa greifbarer zu machen für die Bürgerinnen und Bürger, ich glaube, das wäre eine gute Sache. Nochmal anders gefragt, vorhin haben wir darüber gesprochen, warum sind Sie Politikerin geworden, dass Sie sich dort einsetzen, um was sozusagen zu verändern. Warum haben Sie sich eigentlich für die CDU entschieden? Es gibt ja noch andere bürgerliche Parteien. Also die CDU vereint für mich Freiheitsliebe, wirtschaftliche Vernunft und soziale Verantwortung und deswegen ist es meine Partei. Wirtschaftliche Vernunft, wie sieht das genau aus?
wirtschaftliche Vernunft sieht so aus, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben, dass wir also ein marktwirtschaftliches System haben, wo Arbeitsplätze entstehen können, wo gute Arbeit, also sichere und unbefristete, im besten Fall Verträge für die Arbeitnehmer entstehen können, die Unternehmen gut wirtschaften können, innovative Produkte herstellen können und gleichzeitig ein sozialer Ausgleich stattfindet. Aber wir haben eine Tendenz in der Politik, nehmen wir dann auch, da war auch, ich sag mal, Angela Merkel mit beteiligt, immer die Vorgängerregierung in der Pandemie, wurde sehr viel nach dem Staat gerufen und dass der Staat eintreten muss und so weiter und so fort. Hat sich da was verschoben zum Thema Etatismus, also dass man zu sehr den Staat ruft und zu wenig Eigeninitiative fördert? Soweit würde ich nicht gehen. Wir hatten natürlich eine absolute Ausnahmesituation in der Pandemie, sowas wie ein Lockdown. Ich glaube, das konnte sich keiner von uns wirklich vorstellen, dass es sowas mal gibt, dass man seinen Betrieb schließen muss. Ja, das ist natürlich auch eine enorme Belastung für die Unternehmen. Und insofern war das zu der Situation richtig, dann auch entsprechend Schulden aufzunehmen. Wichtig ist aber, dass man langfristig die Schulden wieder abbaut und das nicht zu einem Automatismus wird. Wir sind jetzt in der Sommerpause. Die Sendung wird jetzt ausgestrahlt und nochmal wiederholt. Was haben Sie sich für den Sommer vorgenommen, in der Sommerpause? Arbeitet da eigentlich ein Politiker oder kann der auch mal Urlaub machen? Oh, ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil man sagt immer so parlamentarische Sommerpause, als würden wir ja alle Urlaub machen, zwei Monate lang. Nein, also ich werde auch für eine Woche in Urlaub fahren tatsächlich, aber ansonsten habe ich einen total interessantes Programm mit meinem Team zusammen erstellt im Wahlkreis, also mit Institutionen ins Gespräch zu kommen, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wir haben 4 Wochen, die sehr abwechslungsreich werden, von beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, schon, also beispielsweise von der Nachtschicht bei der Polizei, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, bis hin zu Museumstouren und Was wollen Sie damit erreichen? Also Sie haben also 4 Wochen ein Programm und gehen also zur Polizei, in Museen, wahrscheinlich auch in Betriebe hinein und zu hören, was da los ist? Ja, zu hören, was sind die Sorgen und Nöten, was sind auch die Erwartungen an Politik und natürlich auch im Gespräch mit den Menschen vor Ort, was sind eigentlich ihre Sorgen und Nöte? Also ich habe immer mehr Menschen in der Sprechstunde bei mir, in der Bürgersprechstunde, die sich Sorgen machen, dass sie ihren Lebensunterhalt beziehungsweise ihren Lebensstandard nicht langfristig halten können. Und das sind Sorgen, die ich sehr ernst nehme. Das war ein schönes Schlusswort. Sie machen in der Sommerpause weiter und hören die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Ich glaube, das ist ein gutes Vorhaben. Da wünschen wir Ihnen, da wünsche ich Ihnen zusammen mit den Zuschauerinnen und Zuschauern alles Gute dafür, dass Sie am Ohr der Zeit bleiben und mitbekommen, worauf es ankommt und das dann politisch umsetzen. Also vielen Dank für den Besuch, Ottilie Klein, Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU seit 2021. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie der Sendung gewogen und auch dem Moderator und den Gästen. Bleiben Sie dran, wenn es heißt, auf den Punkt bei TV Berlin. Bis heute alles Gute. Bleiben Sie uns, wie gesagt, gewogen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.